Ungeheuer guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einem neuen Projekt Minecraft Aura. Und mit dabei sind die ganzen süßen Boys hier. Hallo! So, und damit ist erstmal hier, was geht hier eigentlich ab, das erkläre ich ganz kurz. Es ist quasi ein Skyblock-Multiplayer für uns alle. Wir haben die Skyblock-Insel ein bisschen erweitert. Haben anstatt einem Baum hier 4 Bäume, haben hier noch zusätzliche Inseln angebracht. Und das Ganze wird so ablaufen, dass wir hier gemeinsam oder auch alleine aufnehmen können, wann wir wollen. Also wie die anderen Serverprojekte. Und wir haben, viele Leute haben in die Kommentare geschrieben in letzter Zeit, ey, wann kommt das neue Projekt, wann macht ihr endlich mal wieder ein neues Projekt und so. Und wir haben die ganze Zeit schon an einem Projekt gearbeitet, aber das ist mit vielen Modpacks, auch eigenen Modpacks und zusammengestellten Sachen, wo wir das einfach nicht so schnell schaffen. Und das dauert auch noch wahrscheinlich noch ein paar Monate, bis wir das hinkriegen, bis wir das Projekt starten. Und da haben sau viele Zuschauer gesagt, ey, wann kommt mal wieder was Neues. Und wir haben auch selber Bock, weil wir halt super gerne so Serverprojekte zusammenspielen und weil wir halt auch öfters auf dem TS sind und dann immer uns sagen, ey, wir könnten doch mal irgendwas starten. Und aus dem Grund haben wir uns jetzt gedacht, ey, wenn wir jetzt dieses Modpack-Projekt, was wir schon so lange planen, wenn wir es noch nicht so schnell hinkriegen, weil es so viel Arbeit ist, lass uns doch irgendwas machen, was wir einfach loslegen können. Dann haben wir uns gestern alle zusammengesetzt und da innerhalb von einem Abend haben wir uns überlegt, worauf haben wir richtig Bock. Und dann ist uns halt Skyblock eingefallen, weil das einfach ein cooles Gruppenprojekt ist. Wir bauen uns hier also unsere gemeinschaftliche Insel selbst auf. Und als krönenden Abschluss, wenn wir irgendwann mit diesem Projekt fertig sind, wird es als eine Survival-Games-Karte zum Download geben. Das heißt, vielleicht auf dem Gombe-Server irgendwann wird es diese Karte hier spielbar geben, die dann irgendwann fertig ist. Das sind alles noch Zukunftsklänge. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt dazu entschieden, dieses Projekt zu starten. Wir werden uns jetzt für die erste Aufnahme nochmal in kleine Gruppen einteilen, damit wir nicht so viel durcheinander reden. Und für die kommenden Aufnahmen ist es bunt gemischt. Wir können mit dem aufnehmen, mit dem wir wollen, und wir können auch alleine aufnehmen, wir können mit 10 Leuten aufnehmen, wir können zu zweit aufnehmen, halt wie wir wollen. So, das war ungefähr mal die Einleitung. Ich hoffe, das war für alle verständlich und vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Applaus. Bravo. Sehr gut. Vielen Dank. Sehr gut erklärt. Ich muss jetzt gerade vergessen aufzunehmen, können wir noch mal. So einen ganz schönen Batzen jetzt labern. Okay, also wir haben hier den heiligen Creeper, das ist unser Gott hier auf der Insel. Und ich würde sagen, wer möchte das erklären? Wer möchte diesen Vorgang erklären? Das kann jetzt jemand anders machen. Oh, Dina. Hat ihn direkt Felix. Sehr direkt. Nein! 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 Alter! Nee! So was wird verworfen, der muss einen Tag aussetzen. Du musst einen Tag aussetzen. Ja, du hast gerade alle gemacht. Okay. Wer hat mich untergeschlagen? Okay. Ja, vollkommen. Einmal kurz, Leute. Was ich nicht erzählt habe, ist, es wird eine Todesregel geben, wie bei Hero. Das heißt, wenn jemand stirbt, gibt es einen Tag aussetzen. Das zählt aber jetzt noch nicht. Das heißt, Dena braucht jetzt keine Angst haben. Und auch Denas Mörder noch nicht, denn wir haben es so entschieden, wenn jemand absichtlich irgendwo runterschubst, dann muss derjenige, der einen runtergeschubst hat, einen Tag aussetzen. Und wenn jemand aus Dummheit oder wegen einem Mob runterfällt, muss der einen Tag aussetzen. Du hast jetzt unseren Gott zerstört, Dena. Mann. Ja, aber da ich noch im Game Mode bin, werde ich das mal ganz schnell reparieren. So. Aha. Möchte geil. So, Game so. Ja, Mode 0. So. Nickbruch, genau. Egal. Das würde uns immer daran erinnern, was es für dumme Taten auf der Welt gibt. Ja. So, wer möchte ganz kurz unseren Creeper-Gott hier erklären? Das ist der sprechende ich Hut. Nicht. Ich okay, schnell weg. Liebe Kinder, wir gehen jetzt gleich hier ran und dann drückt jeder einmal den Knopf. Und dann kommt hier ein gefärbter Würfel raus. Und dieser gefärbte Würfel steht. Alter, was bist du so leise? Ich weiß nicht, ja, muss ich lauter machen. Lauter. Und dann, Mann, genau. Was bist du so leise? Was fällt dir ein? Wollt ihr mich alle lauter machen? Das ich schwöre dir, erstmal nicht in dem Ton hier, mein Lieber. Ist okay. So. erstmal sind im Spender keine Würfel mehr drin. Oh nein, was? Hä? Doch, jetzt sind drin, die sind drin. War ein Lack, okay. Mann, also es gibt vier Blöcke. Schwarz, genau, Rot, Gold. So, jetzt drück mir einfach den Knopf und dann kommen Blöcke raus. Okay, alle zurück. Alle hinter die Kiste. Bergmann, du darfst als allererstes einen Block aussuchen. Geilo, okay. Alle hinter die Kiste. Es geht einfach nicht. Ja. Rot, Green. Einsammeln. So, okay. Ich geh jetzt einfach als nächstes. Okay, viel Spaß. Oh, ich bin gelb. Du bist bei Gryffindor. Ja, Dena, nimm einfach den letzten Block raus. Komm. Nee. Ja, der ist auch schwarz. Ja, okay, Dena. Also. Überraschung. Dena. Wen bin ich?
Hier! Ja. Oh, hier, Mann, das ist das beste Team! Okay, ja, also Leute, wir brauchen noch Aufgaben. Yeah. Manuel, du tust mir leid. Jetzt, Team. Okay. Sollen wir den Cobblestone-Generator übernehmen? Hallo, ja, Mann, okay. Wir machen die Bäume. Wir machen die Bäume. Och, okay. Nee. Team Rot macht die Bäume, Team Schwarz macht, dass das überbleibt. Felix hat mich gekillt und die Teams wurden doch jetzt schon eingeschaltet. Nein, aber erst wenn wir im Raum sind. Erst wenn wir im Raum sind. Genau. Ja, ich will aber die rote Wolle wieder haben. Was soll das? Simon, machst du nochmal einen Tag vorher? Ja. Danke. Team Schwarz ist cool. So. Nach der ersten Folge. Hör doch mal auf! Leute! Hör doch auf! Ja, ich muss mich jetzt rächen gerade. Sorry. Okay. Die Roten müssen die dominante Rolle einnehmen, Simon. Ja, genau. Ja, stimmt. Nein, eigentlich sind wir die Könige. Ja. Pass auf, man fällt schneller runter, als man denkt. Wir sind die dunkle Seite. Rennt das Slenderman! Wir haben Slenderman! Oder auf der Gap auf der Sand. Kürbis ab! Nein! Der Sandinsel hat die. Der Sandinsel hat die scheiß Kaktus abgebaut. Guck dir aber nicht in die Augen. Guck dir nicht in die Augen. Oh mein Gott. Mach die Scheiße nicht, du Spast. Wir müssen ihn angucken, dann kommt er rüber, dann boxen wir ihn. Ich guck ihn an, aber es passiert nichts. Wir alle hier stehen, Alter. Ja, nein, Spaß. Komm ran. Und ab in die Räume. Wir sind Team Gelb. Okay, that's Brothers Edit. Hallo. Alter, war's ein Chaos. Alles erstmal in die Kiste machen. Auch den. Ey, komm, Adi, wir stehen vor daneben und feuern die an. Ja, ja, ja. Warte. Los, ja, los, Simon. Bauen, ja. bauen. Ja, los. Warte, los. Lass mich nochmal. Ich wette, Dena setzt einfach einen Erdblock aufs Wasser oder so. Wie ist das nochmal? da fehlt, glaube ich, ein. Die Seite mit dem Loch, das Wasser. Da fehlt noch gelbe Wolle. Nein. Ist das Wasser an der richtigen Stelle? Meine Wolle. Warte, ich. Hat nicht jemand das Bild gerade offen? An, hier im Raum. Dann kann ich gucken. Hat nicht jemand das Bild offen mit dem nein, Generator? Nein, andersrum. Ah, andersrum, okay. Aber wir können es ja anpassen. Wir können einfach den Block verschieben. Okay, okay. So. Mr. Morgame, der Experte, guckt schon ganz kritisch. Zack. Okay, sehr gut. Aber wir haben noch keinen. Oh, Mr. Moore macht die Spitzhacke. Die macht die Spitzhacke. Sehr gut. Oh. Sehr gut, oh, warte. Okay. Okay. Mr. Moore? Mr. Moore, wir sind Team Kobbel. Er ist einfach der Experte. Der Abstauber. So ein Dummkopf. So ein Dummkopf. Okay, in der zweiten Folge geht's dann richtig los, Leute, weil dann haben wir auch ein bisschen mehr. Dann geht's richtig los, habe ich gehört. Okay, ich tu mal den. Ich brauche jetzt eh schon 10 trotzdem Minuten. Holz mal von irgendwem. Holz? Ich bin am Verhungern. Jo, für eine. Oh, Scheiße, unser Essen, ne? Wir werden. Sind die Kuchen? Sind die alle schon man weg? Eigentlich ja, okay. Nur Strafe, wenn man runterfällt oder auch wenn man ja, jetzt wenn man in die Lava fallen würde? Wenn man verhungert und in die Lava fällt. Oh nee, dann habe ich schon verloren. Ist auch Strafe. Okay. Hat es einen Grund, hat es einen Grund, dass sie hier den einen Holzbock stehen lassen? Welchen? Diesen Dschungelholz, oder was es hier ist. Also weil da noch nichts drumherum gebaut ist, glaube ich, oder? Ja. Doch, hier ist schon was drumherum. Weil ich würde gerne eine Spitzhacke machen oder so, aber ja gut. Machen die jetzt, glaube ich. Okay. Mr. Moore macht einfach weiter. Ja, erklär was du mal, Leute. Ja, okay, das haben wir gleich. Folgende Sache. Ich mach dich mal kurz lauter, warte. Okay. Kann ich? Okay, ja. Wir haben uns noch folgende Sachen überlegt, da Skyblock oder hier, ja, Aura, wie wir es nennen, haben wir den Namen schon gesagt? Ja, Minecraft Aura. Ist ja ein bisschen eingegrenzt. Irgendwann würde da der Spaß rausgehen, weil man bestimmte Items nicht bekommen kann. Deswegen könnt ihr pro Woche über ein Voting, das dann in der Beschreibung steht, entscheiden, was für einen Block wir bekommen. Genau einen. Und außerdem gibt es dann weniger pro Woche noch ein PvP-Event und der Sieger darf ebenfalls einen Block aussuchen, den wir dann dazu bekommen. Heißt, der Sieger darf in gewisser Weise entscheiden, wie sich das ganze Projekt entwickelt. Weil man kann verschiedene Sachen machen, sagen wir bekommen Kartoffeln, also man würde Kartoffeln holen, welche hier glaube ich aber auch irgendwo sind, dann hätte man natürlich weniger Essensprobleme oder im Extrembeispiel, man hat irgendwann zwei Villager-Eggs und kann sich dann später daraus eine Eisengolem-Farm machen, indem man die Villager vermehrt. Ja, und der Wolf, Pixelwolf ertrinkt einfach. Was macht der da? wir wollen zuerst zum allerersten. Was müssen wir jetzt machen? Deswegen war ich schon mal da. Haben wir schon gesagt, wann das erste Voting startet oder so? Nächste Woche. Jetzt sofort. Nein. Nächste Woche, ja. Okay. Genau, und es wird halt einmal pro Woche ein PvP-Event geben, wie man da schon gesagt hat. Und da wird es halt darum gehen, wer als letztes auf der Insel drauf bleibt, hat gewonnen. Also sich gegenseitig runter zu schubsen. Das wird, glaube ich, sehr, sehr lustig. Ja, mit Knockback und so. aus dem Holz, was in der Kiste ist, kann ich mir jetzt einfach was machen. Wie viel Kobbel haben wir? Wir sollten nicht ein. Das Holz verbrauchen. Ey, das Holz ist irgendwie. Jemand hat die anderen Holz genommen. Oh, ich hab's wieder reingetan. Ah, okay. Ich hab's wieder reingetan. Mr. Moore wollte schon rüber. Oh, ja, könnten wir noch eine Pickaxe machen oder hat Mr. Moore jetzt einfach nur nutzlos rum hier. Wie kommt man hier an Essen? Mr. Moore, Adi, machst du irgendwas? Essen nicht an die Teamverteilung. Essen können wir erst anbauen, wenn wir da drüben sind. Aber Mr. Moore ist fast drüben, das ist sehr gut. Was? Essen gibt's erst ab der Sandinsel
Okay, aber man kann nicht sterben, glaube ich. Nee, wir haben keinen Schwierigkeitsgrad, wo man am Hunger steht. Stamor, ich komme zu dir. Scheiße, aber passt auf, ey, wenn da einer einen Block an den Sand setzt, dann ist echt vorbei. Ja, wir müssen das Wasser mitnehmen. Also Adi, nichts an den Sand packen. Ich setze schon nichts in den Sand. Hat jemand was im Chat? Nein, du bist klug. Dena, schlauer Typ. Dena hat sich wieder zum Gott gemacht, indem er einfach den Creeper aufgezogen hat. Der hat immer noch dieses Gen in sich. Ist Gomme aus der Welt gefallen? Ich will auch was snacken. Ja, wer hat mich runtergeboxt? Wer hat... Nichts in der Kiste. Wer hat, es gibt eine Strafe. Gomme geboxt. Der ist direkt die erste Folge runter. Echt? Wurdest du runtergeboxt? Der ist Gomme. Hier. Ja, Gomme wurde runtergeboxt. Oh. Jetzt gibt's Stress. Ja, wir werden es in der ersten Folge auf jeden Fall sehen. Das gibt schon Stress. Das ist ein Setzling. Wir kommen über die Brücke der Entscheidung. Wird unsere Gruppe schon jetzt zusammenbrechen? Das alles erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich mach mal immer einen Koppel direkt in die Kiste, damit wir den verwenden. Also, 15. Wir nehmen schon fast 15 Minuten auf, Leute. Ja, wir sind nur noch 50 Sekunden, dann haben wir schon die 15 voll. Ja, wir machen noch ein bisschen länger. Okay. Okay, ich versuche jetzt, darüber. Oh Gott, ich brenne. Nein, nein! Hä? Oh nein! Gibt es Wasser? Stopp! Gibt's Wasser da oben? Ich bin auch jetzt. Mach das Wasser über. Du brennst nicht mehr. Wie ist das denn passiert? Ich hab den Wassereimer weggemacht. Ich bin so dumm! Haben wir jetzt kein Wasser mehr? Nein, ich hab den Wassereimer. Warte. Hast du das jetzt? Ich hab das Wasser. Er will unter die Insel. Ich wollte unter die Insel drunter, warte kurz. Fürs Essen. Oh. Unter der Insel Gott, ist ja das, Alter. Moment. Das ist, ich wollte unter die Insel. Ich hab schon einen Schock fürs Leben bekommen. Aber Alter. Du musst zwei Blöcke weg sein. Das Wasser darf, glaube ich, auch nicht im Sand berühren. Ja, ja. Kriegen wir hin. Oh, ich kann nicht mehr laufen. Ich komm mit dir, Teamkollege. Gibt's irgendeinen Grund, warum wir die Setzlinge nicht schon einpflanzen? Ja, pflanz die ein. Ja, weil pflanz die hängen ja die ganze Zeit ein. Drin. Die Setzlinge. Pflanz ein, Decker. Pflanz ein, die Setzlinge. Oh Gott! Was ist denn? Der Timer genommen, der extrem Lärm gemacht hat. Was ist denn? Wo ist die Kiste? Die hat, glaube ich, Moa gerade schon gesnackt. Was denn für eine Kiste? Man konnte es. Wer hat sie hier dran gebaut? Ich habe gedacht, man das stürzt dann runter. Keine Ahnung. Ich glaube, vielleicht wenn man was auf die Insel baut. Hä? Ach so. Wenn man Sandblock auf, abbaut. Leute. Ja. Okay, wir wollen trotzdem den ganzen Sand, deswegen müssen wir trotzdem drunter. Okay. Die Truhe sind 2x64 Sand, ja. Oh Gott, warte mal kurz. Adi, geh nochmal kurz hinter mich. Okay. Der Tadel hat schon gepflanzt. Oh, wo soll ich das Wasser am besten hinsetzen? Nee, ey, ist das gefährlich gerade. Haben wir nicht noch ein Setzling? Nein. Haben wir nicht noch einen? War der Sand? Ich mach mal Slaps draus. War der Sand die beiden Stacks schon von Anfang an in der Kiste? In der ersten? Nee, das ist von der Sandinsel. Ey, wir sind jetzt schon da drüben. Das ist ja richtig krass. Sei vorsichtig, Simon. Wir sind ja voll die effizienten Biester. Also ich habe bis jetzt noch gar nichts gemacht. Ich auch nicht. Ich habe Setzlinge eingepflanzt. Ich mach mal Slaps hier draus. Ich unterstütze euch mental. Ja. Ja, sobald wir nicht mehr so viele sind. Ich will nicht. Keine Ahnung. Kann man daraus irgendwas machen? Oh ja. Okay, ich brauch noch ein paar Slaps. Wir sind schon fast bei der Tierinsel, ne? Wir sind schon fast bei der Tierinsel. Sehr, sehr nice. Baut Essen. Waren da irgendwelche Nahrungsmittel drin, Delay? Waren. Oh, in der Kiste sind Nahrungsmittel. Carrots, wir haben Karotten. Ich hoffe, es hat keiner die Nahrungsmittel gegessen. Nein, die sind noch in der Kiste, Aber dafür brauchen wir erstmal eine Sense oder sowas. Wie heißt es nochmal? Oh, Mr. Mor braucht schon das Höllenportal. Yeah. Alter, wir sind so weit. Wir sind schon bei der anderen, bei der Essensinsel. Wir haben schon fast die komplette Map durch. Ich mach mal eben so eine... die erste Folge. Ja, es wollte auch nicht länger gehen, nein. Wo kriege ich denn jetzt hier, Holz für eine... zum Anpflanzen. Ich brauche Stein, Slabs. Vor der Höhle. Leute, ich brauche Slabs. Hat jemand Holz? Du brauchst ein paar Bitch-Slabs, glaube ich. Bitte. Oh, da hat schon jemand die Tiere geholt. Süße Tiere hier. Hä? Es gibt gar keine Slabs mehr, ne? Nee, es gibt irgendwie gar nichts mehr. Dann nehme ich erstmal Erde, das holen wir später dann wieder zurück. Ich würde gerne das Essen anpflanzen. Das ist hier die Streichelzoo-Insel. Werde ich versausen und esse es einfach aus Versehen. Maudado, hast du genug Sachen zum Anbauen? Ja, aber ich habe richtig Angst, dass ich runterfalle. Du schaffst das. Ich brauche Holz. Dann brauche ich die Erde nicht nehmen. So, okay, ist alles unten drunter. Ist alles unten drunter? Ja. Okay, ich mach's Wasser weg und Wasser ist weg. Nein! Nein, Spaß! Maudado, du Schlawiner! Oh Gott! Nein! Komm hoch, guck dir hoch. Und Wasser. Oh mein Gott! Warte, warum ist hier so ein gefährlicher Weg? Das kann doch nicht sein. Kann ich den Kaktus jetzt einfach abbauen? Ich hab nichts anderes zu tun. Ich kann doch nicht die Ecke. Die Insel, die fällt irgendwie gar nicht runter. Ja, weil ich unten. Die Insel fällt nicht runter. Gomme ist schon wieder runtergefallen. Nee, echt nicht? Der Gomme ist doch jetzt draußen, oder?
Gomme ist schon wieder runtergefallen. Ist Gomme einfach draußen gewesen? Wir werden es ab der zweiten Folge. Wir werden es ab der zweiten Folge schon richtig machen, Leute. Das ist jetzt die erste Folge, da passieren auch Fehler. Was ist eigentlich nicht so viel? Die ist hier noch drunter, ne? Oh Gott. Okay, wir haben schon mal Sand. Jetzt können wir gucken. Warum ist da Obsidian da unten? Ah, ne, das ist Bedrock. Warte mal kurz, hier unten drunter ist noch eine. Ist hier unten drunter nicht noch eine Insel oder sowas? Ne, eine Kiste. Mach den einen Block. Hat jemand eine. Vielleicht eine Kiste. Warte ganz kurz. Ich hab gar nichts. Ich hab hier. Tadde, du gehörst nicht hier hin. Auch wenn du mich nicht hörst, geh bitte. Kommen wir nicht hoch, ne? Wir kommen hier nicht hoch. Warte, wir können, wir können so. Entschuldigung, wer hat den Eimer? Ich hab den Eimer, ich bring ihn jetzt wieder zurück. Das wäre sehr nett, danke. Braucht ihr immer noch eine Pickaxe? Bau dich hoch. So. Okay, wir haben hier richtig verkrüppelte Sachen gemacht. Okay. Das ist doch fast schon eine Survival-Games-Map. Hier darf keiner mehr rauskommen. Okay, ich bring ihn einmal wieder zur Mitte. Und dann ist es so. Oh, den hab ich erschrocken mit dem Adi, was machst du da? Warte, wir holen gleich den Eimer ich unter der Map. Ich hab den Weg zugebaut, damit uns niemand stört. An welcher Stelle ist der zweite Eimer? Unter welcher Hinsicht? Lass grad den Eimer, wir können ja erstmal die Kissen noch unten drunter holen. Habt ihr alle irgendwie was zu essen bekommen oder so? Nee, pflanzen wir jetzt gleich an. Ja, wir brauchen immer noch eine Sense, das können wir ja machen. Wollen wir nicht gleich die Kissen unter der Insel noch holen? Wir brauchen eine Sense. Eimer. Insel. Ja, gut. Ich find's unfair, dass Dena so einen coolen Creeper-Kopf aufsetzen darf und dir nicht. Ja, das ist auch. Eigentlich war es gegen die Regeln, aber. Oh. Tadde verhungert. Dena muss richtig hart bestraft werden. Okay, Gomme ist reingesprungen ins Loch, was ich gerade gemacht habe. Ich hab auch gesagt, dass er reingesprungen ist. Ist Gomme in dieser Folge zum dritten Mal runtergefallen? Ist das möglich? Okay, warte. Achtung, die Lava ist wieder offen, ne? Okay, pass auf, die Lava ist wieder offen. Wir machen es so, Leute. Einmal hin. Den hat Mr. Moore. Der wollte ja auch die ganze Zeit. Leute, wir machen es so. In der ersten Folge zählt der Tod nicht. Nein! Gegner. Oh, Gegner, warte mal. Ich hab's runtergeschubst. Das schlimm. Wir machen sowas in der ersten Folge, der Tod nicht zählt, weil sonst ist es echt zu chaotisch. Aber ab der zweiten Folge mache ich die Dingens an. Mache ich diese, dass man neben dem Namen so eine Zahl sieht. Stimmt. Okay. Bei den Schafen sind einfach Creeper gespawnt. Kommt nochmal alle in einen Raum. Alle in einen Raum. Ende langsam. Also, die zukünftigen Folgen werden nicht so chaotisch. Genau. Das sind auch nicht so viele Leute auf dem Server. Die zukünftigen Folgen waren, die werden, also, das ist in der ersten Folge ein bisschen chaotisch, aber das passiert halt bei so vielen Leuten. Oh, you was a move. Alle wollen die ganze Zeit Eimer haben. Hallo nochmal an alle. Eine ganz kurze Änderung. In der ersten Folge zählt der Tod nicht, also keine Angst Gomme und keine Angst an den Mörder von Gomme. So. Aber ab der zweiten Folge. Spinne! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja. Okay. Oh Scheiße! Okay, ist tot. Oh Gott, das ist schön jetzt. Aber ab der zweiten Folge, Leute, ab der zweiten. Nein, du hast jetzt nicht den Creeper-Kopf runtergeschmissen, Dena, oder? Doch, hat er. Oh toll, Dena, danke, dass du den Creeper-Kopf weggeschmissen hast. Das ist Skelett. Leute! Oh mein Gott. Simon, ich bin tot. Nein, was ist denn unser Problem? Du hast jetzt nichts Wichtiges mit runtergenommen, oder? Och nein. Nein, hinter mir war ein Loch. Ich bin ein Schritt nach hinten. In der Hölle hat er ein Loch. Was hier, wo ich gerade stehe, hier war ein Loch. Okay, die Lane. Und da bin ich reingefallen. Ich bin einen Schritt nach hinten. Warum ist da ein Loch, frage ich mich. Und was, du hast einen Eimer? Du hast einen Eimer? Ja, den wollte ich gerade Mr. Moore geben. Ja, die Sache ist die, unter der Map hier, genau hier unten in der Mitte der Map, ist noch ein Eimer. In der Hölle ist doch Loch, oder? Ich bin nicht. Nee, hier auch. Wir kriegen das alles hin. Alle mal einmal kurz stopp. Ich muss ganz kurz nochmal so ein Endwort sagen. Also. So, dann weiß jetzt die erste Folge, weil mit so vielen Leuten ist es immer chaotisch, Leute, bitte Verständnis dafür. In der ersten Folge zählt der Tod noch nicht, aber ab der zweiten Folge wird der Tod so zählen, dass man, wenn man stirbt, ausloggen muss, wie bei Hero und bei Varo, okay? Also irgendjemand, der jetzt gerade gestorben ist, irgendwelche wichtigen Items dabei? Nichts. Ja, okay. Also da in der ersten, deiner allerersten Folge der Tod noch nicht zählt, können jetzt alle nochmal, die jetzt nichts dabei haben, runterspringen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge ab, dann geht's richtig los. Es ist am Anfang immer ein bisschen chaotisch. Okay, Leute, das war die erste Folge, wie gesagt, sehr chaotisch, aber mit so vielen Leuten ist es halt einfach so. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschau. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Wertung da. Ab jetzt jeden Tag und haut rein. Ciao.